BSC TV, präsentiert von Freiberger Brauhaus und Schankhaus 1863. Schankhaus 1863 in der Kaufhausgasse. Das traditionellste Schankhaus Freibergs mit einem unvergleichlichen Flair. Typisch sächsisch, sächsisch köstlich. Klick auf, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu BSC TV bei F3. Sie sehen mein heutiger Gast, der Andreas Gartner, wer ihn nicht kennen sollte, das glaube ich aber eher nicht, der Manager vom BSC. Und Andreas, wir sind im Wirtshaus. Und bevor wir anfangen zu sprechen, erstmal sehr zu Wohle. Prost. Prost. Ja, Andreas, wenn wir die letzten Wochen mal so ein bisschen vorbeiziehen lassen, ihr seid hervorragend aus der Winterpause gekommen. Da hat alles gestimmt, die Spiele, die Ergebnisse. Aber in den letzten paar Wochen klappt es irgendwo nicht mehr so richtig. Wenn ich dran denke, gegen Chemie eine hervorragende Kulisse, das kann man mal einfach so sagen. Das stimmt, ja. Das war klasse gemacht. So, aber dann ein paar Spiele abgeliefert, auch wenn man in Döbeln 2-0 gewinnt, sagt der Trainer, das schlechteste Spiel der Saison und jetzt am Wochenende 0-3 Comments. Wo hängt's hausen? Ja, sicherlich vielschichtig die Geschichte, aber der Knackpunkt war sicherlich Heidenau. Ja. Mit der Niederlage in der letzten Sekunde, das haben wir so nicht erwartet. War noch nicht schlechter als Heidenau in dem Spiel. Und dann nimmst du sowas mit. Mhm. Na, dann setzt sich in die Köpfe auch fest, dass du vielleicht schon durch bist, dass die Abstiegsränge weit weg sind. Und den Schalter dann umzulegen, ist sicherlich schwierig. Na, wir haben das intern ausgewertet. Gerade das Chemiespiel war vor dieser tollen Kulisse eine eigentlich ordentliche Leistung. Man darf auch nicht vergessen, dass wir einige verletzte Spieler haben im Moment und einige Spieler auch gesperrt waren, zum Beispiel jetzt in Kamenz. Und das Derby in Döbeln, obwohl Derby kann man es fast gar nicht mehr nennen, das war vor 90 Zuschauern oder so, das war vor 2 Jahren noch was ganz anderes. Ja. Da haben wir einen Pflichtsieg eingefahren, nicht mehr, nicht weniger. Und gut, Kamenz war jetzt eine schwierige Situation. Wir hatten Gott sei Dank die Hilfe von der zweiten Mannschaft, sonst hätten wir schon Schwierigkeiten gehabt, überhaupt einen Kader auf die Beine zu stellen. Aber dort sind wir einfach hingefahren, hatte ich so das Gefühl, und haben das eigentlich vorher schon wie abgeschenkt. Ja. Ja, mit dem 5-0, was wir vor 2 Jahren gefangen haben, im Hinterkopf vielleicht auch, war kein gutes Spiel, war ein blutleerer Auftritt von uns, den man sich eigentlich im Abstiegskampf nicht leisten darf. Ja. Und jetzt müssen wir das halt wieder rausreißen, die nächsten Wochen. Es sind noch 5 Punkte, ne? Andreas, wenn ich das richtig sehe. Es sind 5 Punkte, genau. Man muss ja immer noch davon ausgehen, dass der Drittletzte im Moment mit absteigt, auch wenn es da die wildesten Gerüchte gibt, aber wir gehen mal davon aus. Und dann ist das Tlauchau im Moment mit 27 Punkten und wir haben 32, genau. So, wie sieht es denn jetzt, du hast angeführt, als erstes die Verletztenliste aus. Ist da ein bisschen was zu erwarten, was zurückkommt, wenigstens auf der Bank? Ja, so wie es zurückkommt, geht es wieder raus. Also es ist im Moment ganz schwierig. Wir sind ja mit einem ganz schmalen Kader in die Saison gestartet, haben auch gewusst, weil es nicht mehr möglich war. Und jetzt wird es langsam eng. Es wird Zeit, dass die Saison zu Ende geht. Es beißen auch viele auf die Zähne, das darf man auch nie vergessen. Es ist nicht so, dass unsere Mannschaft da jetzt eine Ansammlung von Weicheiern ist oder so. Das funktioniert schon, aber es gibt halt manchmal Dinge, wo es dann eben wirklich nicht geht. Sperren kommt dazu, am Ende der Saison auch immer häufiger, ist auch ganz normal. Also ich denke, dass am Wochenende trotzdem mehr wieder da sind als gegen Kamenz. Ja. Gegen Hohenstein, ein Traditionsteil, da wird sich auch nichts geschenkt, das ist so. Und ja, wir hoffen natürlich, dass die Unterstützung so bleibt, wie es gegen Chemie angefangen hat. Ja. Das waren ja auch fast 350 auf der Freiberger Seite. So wäre es auch mal schön in einem normalen Spiel. Es ist leider nicht so. Wir bieten zwar immer an, aber es ist halt der Freiberger Zuschauer ist schwer hinterm Ofen hervorzulocken. Aber das kennen wir ja die ganzen Jahre schon, sind aber geduldig. Und ja, denken schon, dass es wieder nach vorne geht am Wochenende. Also Andreas, ich denke nicht, dass wir irgendjemandem unterstellen, dass er Weichei ist oder dass er lustlos auf den Platz geht, überhaupt nicht. Es kommt manchmal vieles zusammen, wie du es gesagt hast. Du pfeifst personell aus dem letzten Loch, dann hast du noch ein paar ordentliche Sperren dabei. Und wir wissen ja, wie schnell das geht. Ja. Und wenn unser Rekordtorschütze, der Thomas, nicht trifft, dann ist es immer so eine Sache, ne? Ja gut, wir haben noch ein paar andere, die auch Tore schießen können, aber beim Rico ist auch vielleicht eine kurze Ladehemmung, aber wie gesagt, wir sind drauf und dran und trainieren auch die Woche wieder ordentlich, dass es am Wochenende funktioniert. Und das Gute daran ist ja, dass wir alle wieder gegeneinander spielen hinten. Also die hinteren Mannschaften spielen alle noch gegeneinander, nehmen sich A, gegenseitig Punkte weg und B, haben wir die Möglichkeit im direkten Duell gegen Marc Kleeberg im nächsten Heimspiel dann jetzt gegen Hohenstein. Das heißt, wir können dort den Sack von selbst zubinden. Schön ist, wenn man es selber noch in der Hand hat, sag ich immer, wenn du nicht auf andere angewiesen bist. Ne? Ja.
Aber wie wir jetzt in der zweiten Liga und in der ersten Bundesliga gesehen haben, mit einem Mal haben die dort hinten drinnen alle drei Leben oder sieben verrückt, Leben, ne? Wie eine Katze. Das ist manchmal verrückt, wie das so läuft. Ne? Was, ja, das was am Ende der Saison so alles möglich ist. Das wissen wir ja, und dass der eine oder andere sich dazu schon geäußert hat, wie das alles entstanden sein kann, ist eine ganz andere Angelegenheit. Solange das Wetter schön bleibt, geht's. So ist es. Aber Andreas, sich darauf zu verlassen, wir haben alle noch die, die hinten drin stehen, ist natürlich, wenn sich das in Köpfen auch festsetzt, da haben wir ein Problem, ne? Ja, ich sehe es eher als Chance, weil wir hatten vor zwei Jahren, wo wir abgestiegen sind, mussten wir auch auf die Hilfe von Döbeln hoffen am Ende. Ja. Die haben zwar geleistet, aber wir nicht geliefert. Und wir hatten aber am Ende der Saison dann die schweren Brocken. Und sie sagt, bis aufs letzte Spiel gegen Bischofswerda, wo hoffentlich alles schon entschieden ist, ja, haben wir es diesmal wirklich in der eigenen Hand und können in den direkten Duellen, die auf Messerschneide waren, wenn ich an die Hinspiele denke. Klaucher war eine ganz schlechte Leistung zu Hause, haben wir 3-1 verloren, da haben wir es gut zu machen. Marc Kleberg war eine ganz schlechte Leistung, dort haben wir 3-0 verloren, auch eine Katastrophe. Zwickau haben wir gut gespielt, also ich denke, dass wir dort einen Sieg oder sagen wir mal 4-5 Punkte müssten eigentlich reichen am Ende. Die von den 18, die es noch gibt, werden wir die holen, bin ich überzeugt. Ja, also ich sag mal so wie ich einen Trainer kenne, möchte ich den jetzt im Training nicht erleben. Ich möchte vor allem nicht der Spieler sein. Das ist immer zweischneidig, was du machst. Ne? Haust du drauf, dann triffst du vielleicht auch die Falschen, weil gerade die mit im Zipperlein oder so sich noch in Dienst der Mannschaft stellen. Aber du kannst natürlich auch nicht so hinnehmen, wie es am Wochenende war. Das ist definitiv, im Moment versucht der Steve den Mittelweg zu finden. Ja. Das ist doch, denke ich, die richtige Lösung. Und die Mannschaft weiß auch selber, dass es am Wochenende große Grütze war, wenn man so sagen darf. Und ich denke, dass da schon eine deutliche Reaktion am Wochenende erfolgen wird. Also, so wie ich den Steve kenne, nimmt er nicht den großen Holzhammer raus und schlägt mal schon zu, sondern der Steve weiß, glaube ich, wo er ansetzen muss. Das ist ja in jeder Mannschaft so. Das liest man bei den Handballern von der HSG immer wieder. Wenn der Kader eng ist, wenn man eigentlich enger zusammenrücken muss, dann passiert sowas auch mal. Und dann muss man halt vielleicht auch mal ein bisschen streicheln, trotz einer Katastrophenleistung als drauf zu hauen, aber es darf natürlich oder sollte jetzt wieder nach vorne gehen. Ja, da sind wir beim Wochenende. Du hast gesagt, Derby gegen Hohenstein-Ernstthal. Derby-Traditionsduell, Hohenstein-Ernstthal, Riesenfights geliefert. Damals, wenn ich dran denke, da die erste Aufstiegssaison, 2.500 Zuschauer auswärts, das war schon eine bombastische Situation. Ja. Jetzt sind wir weiter in der Liga. Ja, es ist immer schwer. Hohenstein tun wir uns immer recht schwierig. Also es ist eine Mannschaft, die uns überhaupt nie liegt eigentlich. Und die auch einen Lauf haben. Komischerweise auch immer in der Rückrunde. Auch ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber die sind, wie kam jetzt eigentlich eine Mannschaft zur Stunde? Die haben vieles gewonnen, wenn nicht sogar die letzten vier Spiele. Sind an uns vorbeigezogen, haben sogar noch ein Spiel weniger. Und ja, es gilt einfach den Abstand zu denen nicht zu groß werden zu lassen und vielleicht gerade in so einem Spiel den Hebel wieder umzulegen. Wir haben Grimma zu Hause geschlagen, wir haben in Eilenburg gut ausgesehen. Also wir können gegen Spitzenmannschaften bestehen, auch gegen Chemie war es jetzt 0-2, klingt härter als es ist. Ja. Wir müssen es halt bloß abrufen und das ist das, was zählt. Ja, und das nächste Heimspiel, was die Freiberger Zuschauer hoffentlich zahlreich besuchen, ist gegen jetzt Hohenstein, dann ist Marc Kleberg. Marc Kleberg ist also dran. Kickers Marc Kleberg auch, wie gesagt, unten drin ein direktes Duell und dann haben wir am 20.06. kann sich der Freiberger Zuschauer vielleicht schon mal vormerken, wollen wir ähnlich gestalten, wie es auch die Handballer immer machen, uns bei den Fans bedanken, die ja doch mit dem Dynamo-Spiel und den Chemiespielen doch am Ende zahlreich auf den Platz gepilgert sind. Kleines Fanfest veranstalten am 20.06. gegen Bischofswerda, am letzten Spieltag dann quasi. Da kommen wir aber, denke ich, noch mal vorher zusammen. Da kommen wir vorher noch mal zusammen. Also, wir drücken erstmal für ein Wochenende gegen Hohenstein die Daumen, dass dort eine Leistung und vor allen Dingen Oberst selber was mitkommt. Und dann erwarten wir die Woche drauf die Zuschauer in Freiberg zum Spiel gegen Marc Kleberg. Nee, dauert noch ein bisschen. Wir müssen erst noch auswärts fahren nach Klaucher am 31. und dann am 6. Am 6. Am 6. Dann hier Marc Kleberg. Und danach sehen wir uns nochmal. Ja, also meine Damen und Herren, das war's von BSC TV. Wir drücken dem Fußballern die Daumen, dass es wird. Und wir grüßen nochmal ganz herzlich aus dem Schankhaus 1863 hier in Freiberg mit einem herzlichen Klick auf und zu Wohle. Prost. Prost. Ja, meine Damen und Herren, eine Empfehlung habe ich natürlich noch für Sie. Das Schankhaus 1863 hier in Freiberg hat seit kurzem einen kleinen, aber feinen Biergarten. Ganz einfach zu finden, einfach durchs Schankhaus durch und schon sind Sie in diesem neuen, kleinen, feinen Biergarten. Ich kann jetzt empfehlen, Sie sitzen in einer gemütlichen Atmosphäre und können das Freiberger Bier ganz anders genießen. Zum Wohle. Prost.